So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, es ruckelt jetzt etwas. Ich habe jetzt ein 64x64 Texture Pack drauf getan. Wir sind in der Minecraft-Version 1.4.2 und meine Stimme ist noch immer kratzig. Ja, wir waren beim letzten Part gerade dabei, den Berg abzutragen. Und es wird Nacht. Ja. Und während wir zum Bett gehen, kann ich gleich was ankündigen. Und zwar werde ich das Ganze, also die nächsten Parts, damit verbringen, etwas im Halloween-Stil zu machen. Ja, schönes Bild. Und ja, also ich werde auf jeden Fall mit den Kürbissen, die wir hier haben, was anstellen. Ich werde auf jeden Fall so eine Art Hexenhäuschen machen. Und das hoffe ich, wird sich in den Tagen, in denen, also bis Halloween noch ausgehen, da das ja nicht mehr allzu lange ist, ich werde das Haus irgendwo abgelegen bauen. Weswegen ich mir jetzt etwas mitnehmen muss, und zwar Steine wäre nicht schlecht. Holz habe ich genug. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg. Ich nehme noch was mit. Ein Crafting Table nehme ich noch mit. So, hier schön machen. Ja, das Texture Pack ist jetzt für mich wieder eine Umgewöhnung. Ich habe das mal verwendet vor, puh, ich habe keine Ahnung, vor ziemlich langer Zeit auf jeden Fall habe ich das schon mal verwendet. Ja, das Hexenhäuschen. Was würde denn besser für ein Hexenhäuschen passen als ein Sumpf? Warum hat der Zombie da keinen Kopf? Patch Noob. Ja, ich bin kein Patch Noob. Ich habe den MC-Patcher durchgezogen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber es ist halt eben so. So, Sumpf. Wo sollen wir das Hexenhäuschen hinmachen? Ich wäre ja eigentlich dafür, da irgendwo in eine Bergfalte hinein. Ja, hier passt's aber auch recht gut. Also wenn ich die Bäume hier wegmache, dann kann man hier schön damit leben. So, Axt, Axt. Ich habe sogar noch eine dabei. Ob sich die ausgehen wird, keine Ahnung. Ja, Sumpfgebiete. Die sind ja auch, ich weiß nicht, seit welcher Version neu. Ja, mehr oder weniger nötig. Ab der neuen Version sollen ja hier auch Slimes spawnen. Das wiederum finde ich gut, da ich sehr viele Sticky Pistons für die Zukunft ja genau, bräuchen könnte. Und ja, deswegen kommt mir das eigentlich recht gerecht, dass die jetzt hier spawnen in den Sümpfen. Da wir ja auch im Let's Play jetzt hier schön einen riesigen Sumpf angrenzend an unser Dorf haben. Ja. Oh, hier ist ein Apfel. Apfel. Nom, nom, nom. Ja, das Hexenhäuschen. Wie werde ich das gestalten? Ich werde es auf jeden Fall etwas düster halten. Vielleicht etwas rundlicher. Mal sehen. Also hier jetzt mal ins Inventar. Und ich fange dann schon mal an mit dem Fundament. So, hier ein bisschen rundlicher, hier so. Ich denke, das wird ganz okay aussehen, wenn es dann fertig sein wird. Ja, ich muss auf jeden Fall auch etwas lauter reden. Ich habe es in den letzten Parts bemerkt. Also ich habe es wirklich gesehen beim Rendern, dass ich extrem leise war. Und ja, das kann ich euch nicht zumuten, dass ihr eure Boxen da 500 Dezibel weiter aufdreht, nur um mich hören zu können. Deswegen, ja, ich werde versuchen, das mich jetzt irgendwie lauter zu stellen. Es kann dann irgendwie eine Beeinträchtigung meiner Audioqualität sein, wobei die eigentlich eh nicht die beste ist. Aber trotzdem, so, 1, 2, 3, ja, genau so. Ich werde auf jeden Fall, ja, ich denke, ich werde noch fertig werden vor Halloween mit dem Hausbau. Oh, ich brauche eine Kiste. Nein, ich brauche eine Kiste, und zwar, um hier den unnötigen Müll einzulagern. Ich werfe wirklich ungern was weg, deswegen ich lagere einfach alles in Kisten ein, egal wie unnötig es ist. Man kann es noch in Zukunft brauchen. So meine Devise. Ja, Apfel, Mushroom, Sugarcanes. So,
jetzt noch den Rest hier rein. Wo? Da. So. Dann mache ich jetzt hier weiter mit der Mauer. 1, 2, 3. Ne, das war eins zu viel. So, hier. Weg mit dir. Und so. Oder? Ja, dann hier das hier. Hä, ist das irgendwie unsymmetrisch oder? Ne, das passt. Das passt sogar genau. Dann werde ich hier jetzt noch eine Ebene draufsetzen. Hat Minecraft irgendwie was an der Mausempfindlichkeit gearbeitet? Oder kommt mir das nur so vor, dass es manchmal etwas träge und manchmal dann etwas besser reagiert? Kann auch sein, dass das jetzt ist wegen dem hochauflösenderen Texture Pack oder eben weil die Jar jetzt irgendwie doch etwas größer geworden ist. Ich habe da eher weniger Ahnung von. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ihr eine Lösung bzw. ob ihr wisst, ob Minecraft irgendwie langsamer geworden ist. Ich habe keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall jetzt nicht mehr so es reagiert nicht mehr so reaktionsfreudig wie früher. Boah, meine Stimme hört sich irgendwie extrem komisch an. Also ich klinge hier wie so ein 60-jähriger Hallo Kinder. Aber nee. Ja, okay, wir sind jetzt auf jeden Fall mit den Außenmauern fertig. Jetzt muss ich hier auf jeden Fall noch den Boden der Tür auswechseln und die Tür dann gleich reinmachen. Hier so, oder wo habe ich? Ja, hier so. Zack. Ich brauche eine Doppeltür. Doppeltür, das heißt, ich muss hier noch ein bisschen Holz nehmen. Ja, Halloween. In wie vielen Tagen? Also von dem Tag, wo ich es aufnehme, ist es noch 5 Tage entfernt. Also es ist jetzt der 26., wo ich das aufnehme. Ich weiß nicht, ob ich heute noch ein Part hochladen werde, da ich ja noch den letzten Part des Hafenhäuschens oder des Abtragungsdingens auch noch hochladen muss. Das heißt, es kommt auf jeden Fall noch was auf mich zu. Da ich ja die nächsten 3 Tage nicht zu Hause bin und zu meinen Großeltern fahre, wird es noch etwas komplizierter werden, das mit dem Hochladen. Die haben zwar dort Internet, aber ich habe dort eher weniger Zeit, irgendwie beim PC zu sitzen. Deswegen, ja, und das Internet ist auch nicht das schnellste. Das heißt, es könnte ein paar Stündchen dauern, bis das Ganze oben ist. Ja, deswegen, ich hoffe, ich kann hochladen. Ich werde mir auf jeden Fall ein paar Parts auf den USB-Stick ziehen, aber ich weiß nicht, wie viel ich hochladen werden kann, da die Dateien ja ziemlich groß sind. Also über 1 Gigabyte manchmal. Und ja, kommt halt darauf an, welches Projekt. Minecraft hat immer riesige Dateien, keine Ahnung warum. Eigentlich mehr als Assassin's Creed oder irgend sowas, keine Ahnung woran das liegt. Aber ja. Und ja, was noch neu dazu gekommen ist, es hat auf jeden Fall, es war ein halloweenöses, ja okay, sagt man jetzt eher weniger, aber es war ein halloweenöses Update. Es gab nämlich jetzt neue Updates zu Fledermäusen, Hexen, das habe ich glaube ich eh schon mal irgendwo gesagt. Dann gibt es Witcher oder, oh, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Wither, ja genau, Wither war das, und das sind eben solche Viecher, dreiköpfige, die einfach alles angreifen, was sich bewegt. Das ist auf jeden Fall auch ein cooles Feature, und dadurch kriegt man dann irgendwie so einen Stern. Ich weiß nicht genau, was für ein Stern das war, es war auf jeden Fall irgendein Stern. Und mit diesem Stern konnte man dann, was war das, ja, so ein riesiges leuchtendes Strahldingens, ja, bauen. Dieses Dingens war eben dazu gut, oder ist eben dazu gut, verschiedene, ja, je nachdem wie viele Eisenblöcke, Diamantblöcke oder so man hinzufügt, je nachdem wie viel Eisen man da reingibt, umso mehr gibt es dann irgendwelche Features wie höher springen oder was weiß ich, was es da noch alles gibt. Auf jeden Fall eine Menge. So. Aber ich muss hier auf jeden Fall noch den Boden fertig machen. Das Haus wird ja größer, als ich gedacht habe. Weswegen ich hier eine Menge Erde, Holz reinstecken muss.
Und ja, ich rede auf jeden Fall, ich versuche jetzt auf jeden Fall lauter zu reden. Ich hoffe, ihr hört mich lauter. It's getting louder. So, da hoch komme ich nicht. Ja, wie mache ich das Häuschen, dass das schön hexenhaft aussieht? Ich würde sagen, Half-Steps. Ich brauche eine Menge Half-Steps. So, hier so und hier so. Dann wird das schön gruselig. Naja, gruselig kann ich es jetzt nicht nennen, weil in Minecraft, ja, vor allem mit dem Texture Pack kann man nicht wirklich was Gruseliges fabrizieren, aber ich meine, vom Prinzip her soll es gruselig werden. So. Alter. Weg mit dir. Ah ja, das geht jetzt mit der Axt. Ich bin noch immer irritiert von dem neuen Update. So, ich werde das auf jeden Fall jetzt hier so handhaben. Aua. Da ist ein Loch im Boden. Und warum baut das Ding jetzt so langsam ab? Aha, anscheinend, wenn man seit dem neuen Update, selbst wenn man nur schwimmt, baut man schon langsamer ab. Das ist auf jeden Fall auch interessant. Habe ich auch nicht gewusst. Oh, es wird wieder Nacht. Habe ich Wolle dabei? Nee. Ist jetzt blöd irgendwie. Das heißt, ich werde dann mich auf den Weg machen und mir ein Bettchen holen. Weil, ja, ich habe eben jetzt keinen Bock hier in der Nacht weiter zu bauen. Es gibt jetzt auch in der Hölle neue Monster. Das sind die Wither-Skelette. Mit denen kann man eben den Wither dann bauen. Ja, den muss man eben so bauen wie den Eisengolem ungefähr. So, aber ich muss mich jetzt auf jeden Fall beeilen. Schneller, schneller, hopp. So, und ich bin sicher zu Hause gelandet. Und wir schlafen eine Runde. Guten Morgen. Ja, was kann ich mir jetzt eigentlich mitnehmen? Ja, die Kürbisse, die kann ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Die werde ich dort in das Haus irgendwie geschickt einbauen. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch den Rest abgraben. Ich will ja den Brunnen in naher Zukunft schon da haben. So, hier sind auf jeden Fall eine Menge Seerosen. Aua, Schaden bekommen. Ah, Skeleton, Skeleton. Ich muss mich verstecken und was essen. So, hier. Um, um, um. Und wo ist mein Schwert? Da. Hallo, au. Aua. Brutaler, brutaler Mensch. Oh Gott. Das Ding kann mich unter Wasser treffen, oder? Nee. Okay, das ist gut. Und wir haben ein weiteres Mal gezeigt, dass die Menschheit gegen die Monster, ja, bestehen kann. Ja. Yeah. Und so. Habe ich da gerade was hinter mir gehört? Creeper und so? Nee. Hab ich mich wohl getäuscht? Okay, das heißt, ich muss ja jetzt noch so eine Schicht drauf machen. Ich hoffe, das geht sich aus. Wenn nicht, muss ich nochmal Holz hacken gehen. Ah ja. Nee, ich glaube, ich muss nochmal Holz hacken gehen. So. Oder? Geht sich's aus? Ich habe keine Ahnung. So, ja, das nächste. Ich habe jetzt eben keine Wooden Planks mehr. Ja, ich muss Holz hacken gehen. So, hier. Schnell eine Axt gemacht. So. Ich habe ja noch eine, aber die ist nicht mehr ganz okay. So, der Baum da, den brauche ich auch nicht unbedingt. Was mich interessieren würde, wäre eben die Ranken, dass ich die Ranken irgendwie einbaue in das Hexenhäuschen oder auf das Hexenhäuschen, damit das Ganze doch etwas gruseliger wirkt. So, komm hoch da. Und ja, damit haben wir den Baum hier auch schon abgebaut und wir haben 8, ja. Damit hätten wir schon einen halben Stack, aber das ist mir noch zu wenig. Das heißt, wir müssen hier noch eine Menge Holz hacken, um das Häuschen fertigzustellen. Wir haben ja auch schon eine Menge darin investiert. Naja, eine Menge, aber auf jeden Fall genug in das Rathaus. Auf jeden Fall haben wir viel mehr reingesteckt, weil das ja aus purem Holz besteht und nicht aus Wooden Planks oder Wooden Slabs, die ja noch mehr aufgesplittet wurden. Das heißt, ja, es wird auf jeden Fall ziemlich Holz kosten. Das, die ganze Angelegenheit, also das ganze Dörfchen hier, das ja eben entsteht,
Was ich schade finde, ist, dass wir jetzt eben keine Villager irgendwie in unsere Dörfer hineinpressen können. Ja, theoretisch kann ich das mit Creative, nur weiß ich nicht, ob die sich dann wirklich in den Häusern verstecken. Ja, kann man ja alles ausprobieren. Boah, ich drücke immer M fürs Inventar. Warum? Ich habe keine Ahnung. Okay, das heißt, ich mache jetzt hier noch eine Stufe Dach drauf. So. Und ich denke, eine Dreierstufe reicht eigentlich für ein einfaches Dach. Soll ja nur so ein Hexenhäuschen, einstöckiges Hexenhäuschen werden. Deswegen, ja. Ich wollte eigentlich eine riesige Villa bauen, aber dazu habe ich eben zu spät angefangen. Ja. Oder ich würde sagen, nee, wir machen das nicht einstöckig. Ich mache da jetzt einfach noch sowas da. Eine Schicht von Wooden Planks. So, hier. Und dann muss ich mir, glaube ich, noch Cobblestone holen. Das heißt, ich kann wieder rennen. So, okay. Noch eine Partie Wood. Ich habe ja noch etwas. Nee, das habe ich jetzt unnütz hier drauf gegeben. So. Hier. So, dann mache ich hier an den Ecken noch. Nee, ich mache das noch tiefer um 2. Boah, ich habe mich jetzt wieder verbaut. Das ist so nötig. Also hier so. Und jetzt hier. Und dann baue ich mich hier hoch. Und mache hier so eine Art zweiten Stock drauf. Ich weiß nicht, wie das aussehen wird. Ich werde es auf jeden Fall nur probieren. Probieren geht ja über Studieren. Das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt. Und ja. Also, hier jetzt so. Ja, ich verbaue mich seit dann. Hä, warum verbaue ich mich so oft? Ich habe keine Ahnung. Haben wir noch Kabels? Ja, einen Stack haben wir dann noch. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich bei dem Sfax bleiben werde oder vielleicht doch lieber wieder zum John Smith zurückwechsle. Weil das John Smith doch etwas mittelalterlicher ist als das Sfax. Das Sfax ist zwar auch irgendwie mittelalterlich, keine Ahnung in welcher Weise, aber es sieht irgendwie doch mittelalterlich aus, aber trotzdem, das John Smith sieht irgendwie mittelalterlicher aus, deswegen. Ja, werde ich vermutlich das verwenden in Zukunft. So. Jetzt werde ich auf jeden Fall noch schauen. Jetzt werde ich auf jeden Fall noch schauen wegen dem Slabs. Da brauche ich ja noch das ein oder andere Stück. So, 64er und einen 11er. Das müsste auf jeden Fall reichen. Ich muss hier nur irgendwie hoch. Ich glaube, ich mache mir hier jetzt provisorische Treppen. So, irgendwie. Das wird schon irgendwie funktionieren. So, und schon bin ich oben. Ja, ich mache das jetzt eben hier genauso wie unten. Einfach draufsetzen da. Die ganzen Blöcke, die neue Setzweise ist ja jetzt doch recht schön gemacht. So, Ist das jetzt ein ganzer Block oder? Ja, ist ein ganzer Block. Und jetzt hier noch rauf springen, um die nächste Schicht wieder zu machen. Ja, es ist eben jetzt genau wie unten, nur halt etwas kleiner, um die Hälfte ungefähr. So, und habe ich noch normale? Nee, habe ich nicht. Okay, das heißt, ich muss hier das Ganze mit Dirt zumachen. Oder ja, ich muss das eben jetzt ein bisschen mit Tricks zu machen, und zwar so, ja, damit das Ganze dann doch recht normal aussieht. So, wie sieht das ganze Häuschen von weiter weg aus? Kacke, richtig schön kacke. Naja, warum höre ich da das Creeper-Geräusch? Bah, ich bin schon irritiert, aber naja. Ich werde es vermutlich so lassen. Hexenhäuser müssen ja nicht unbedingt schön aussehen. Ich glaube, die Hexen bauen das ja irgendwie aus, toten Viechern.
So, ich muss da auf jeden Fall hoch. So, und hier Fenster reinmachen. Nee, das ist eins zu tief. Ich muss dann noch eine Schicht höher gehen. So. Hier. Oder? War das nicht dieselbe? Ich habe keine Ahnung. Ja, genau hier kann man die Fenster reinmachen, wobei die nicht allzu groß werden sollen, dürfen. Da Hexen ja nicht wirklich große Fensterliebhaberinnen sind. Ich glaube, ich mache hier überhaupt nur solche. Hier ein Dreierfenster, oder? Ja, hier ein Dreierfenster. Aua, das tat weh. Und ja. Hallo? Ja. Also hier, nee, ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt ein Fenster rein mache. Ich glaube, ich mache hier nur an den Enden Fenster rein. Also, hopp, so. Und auf der anderen Seite genauso. Und in einem habe ich noch Glas. Ja, ich habe sogar noch Glas. Ich werde hier die alten Gläser verwenden. Keine Ahnung warum, ich werde es einfach machen. Aua, schon wieder Schaden bekommen. Und dann werde ich hier auch noch ein paar Fensterchen einbauen. Und zwar hier. So. Und hier. Ich will ja nur solche kleinen Gucklugen haben, da die Hexen ja nicht wirklich gerne irgendwelche Spanner vom Fenster haben wollen. Vielleicht werde ich auch irgendwie die Fenster zumachen mit irgendwas, ich habe keine Ahnung. So, hier fehlt noch. So, oder? Ja, eins Abstand, also hier. Und tada. Dann baue ich das hier noch ab. Und ja, dann sehen wir uns das Ganze nochmal von außen an. Naja. Hübsch ist es jetzt nicht, aber warte, wie viel habe ich noch? Okay, dann mache ich das auch doch oben so, dass ich hier Fenster dran setze. Also hier so Fenster rein. Vielleicht sieht das dann besser aus. Oh, es wird schon wieder Nacht. Also auf der Seite auch noch. So. Und so. Und den Dirt-Haufen, da kann ich leider noch nicht wegmachen. So. Wie sieht das mit Fenstern aus? Ja, doch schon besser. Jetzt sieht es nämlich nicht mehr so, ja, zu aus. Und ich würde sagen, ich muss jetzt rennen. Ja, das Haus sieht eigentlich von oben jetzt gar nicht mehr so hässlich aus. Ich denke, ich lasse das so. Und werde dann nur noch mich um die Außenverhübschung und die Innen, was weiß ich, was noch kümmern. So. Aber jetzt erstmal schlafen. Am, nam, nam. Wo ist mein Bett? Da. Ah. Gemütlich. Federn. Ah. Okay, und dann nehme ich mir gleich eine Schere mit. Ja, ich verwende jetzt etwas von dem Eisen, um mir eine Schere zu craften. Die werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Was wir auf jeden Fall auch noch brauchen werden, ist Wolle. Ich frage mich nur gerade, wo ich die Wolle hingegeben habe. In irgendeiner Gerümpelkiste habe ich die, glaube ich, verstaut. Ja, hier ist eine Wolle. Das ist zu wenig. Egal. Die werde ich wahrscheinlich, keine Ahnung, wo haben. So, hier ist auf jeden Fall wieder Weizen. Da werde ich mir gleich was einverleiben. Oh, okay, das war noch nicht ganz reif. Genauso wenig wie das. Ja, ist ja blöd, wenn sich manchmal zwei gleichzeitig abbauen. So, hier und hier. Und das Ding ist noch reif. So, wie viele Samen habe ich jetzt? 27. Okay, wieder alles nachpflanzen. Und ja. Wartet kurz, ich mache kurz eine Cut, ich muss die Tür zumachen. Gut, ja, wieder zurück. Ich habe jetzt, glaube ich, keinen Cut gemacht, da das nicht wirklich lange gedauert hat. Wie viel haben wir jetzt? 19, okay, das heißt, habe ich hier vielleicht die Wolle? Nee, aber ich habe hier Samen und
nochmals ein Weed. So, wozu habe ich mir die Schere jetzt gemacht? Ja genau, ich wollte hier die Dinger abbauen. So, hier. Und damit das Hexenhäuschen etwas verschönern. Oder nicht schönern. Kommt ganz drauf an, wie das dann in Zukunft aussehen wird. Okay, 8 habe ich. Soll ich da überhaupt was machen? Ich habe keine Ahnung. So, ich habe auf jeden Fall hier. So schön. Ja, das sieht jetzt gar nicht allzu schlecht aus. Vielleicht etwas zu symmetrisch, aber ja. Dann werde ich hier schön Pilze hinmachen. Warum kann ich hier keine Pilze hinmachen? Ah, ich glaube, die kann man gar nicht mehr hinbauen. Ja, Kürbisse habe ich noch. Mit den Kürbissen, wo werde ich die hingeben? Ich würde sagen, ich mache die hier so als Mahnmal hin. Irgendwie so verteilt. Die müssen nicht unbedingt symmetrisch sein. Sie sollen nur da zu dem Stil passen. So, dann mache ich das hier jetzt wieder weg. Und hier oben auch. Ich weiß nicht mal, ob ich hier oben überhaupt irgendwas hinmachen werde zum Hingehen, aber es sieht auf jeden Fall jetzt gar nicht mehr so schlecht aus. Das heißt, ich werde das vermutlich lassen. So, jetzt kümmern wir uns um die Einrichtung. Ja, wenn die liebe Hexe dann hier wohnen soll. Ja, was sollen wir dann hier reinbauen für Einrichtung? Ich werde auf jeden Fall mal die Fackeln symmetrisch anordnen oder annähernd symmetrisch. So, ja, das passt schon. Und hier noch und hier noch. Dann haben wir alles ausgeleuchtet. Hier oben vielleicht auch noch ein, zwei Fackeln. Hier eine und hier eine. Ich sehe gerade, dass das Fenster nicht ganz symmetrisch ist. Also da hier fehlt ein Block, aber ich habe jetzt keinen mehr dabei. Das heißt, ich lasse das jetzt vorerst zu. Und was für Einrichtungsgegenstände könnte man hier reinmachen? Vor allem ja ein Bett auf jeden Fall, aber das habe ich jetzt nicht dabei. Eine Küche ist immer gut. Die werde ich hier jetzt an den Rand machen. Ja, Amboss gibt es jetzt auch neu. Den werde ich dann in die Schmiede einbauen. Die können ja auch runterfallen. Das finde ich, haben sie gut gemacht, nur ich habe keine Ahnung, wie man einen Amboss baut. Ich habe das auf Minecraft Wiki nachgegoogelt und ich habe da nichts dazu gefunden. So, jetzt mache ich noch schnell einen Crafting Table. Einen weiteren. Ich habe ja hier schon einen stehen und eine Kiste. Aber egal. So, hier einen Crafting Table. Hier ein Kochbrett. Und links und rechts Öfen. So. Nee, das Kochbrett sieht hässlich aus. Das werde ich wieder zurückgeben bei Ikea. So, ja, das geht doch schon. So, Öfen, da werde ich jeweils 4 Kohle reinpacken, falls ich mal einen Notfall habe, dass ich hier brate. Und ja, dann werde ich das hier reinholen. Den Crafting Table, wo gebe ich den jetzt hin? Ich würde sagen, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Apple, bla bla bla, das passt nicht mehr alles in mein Inventar. Die Kiste da muss auf jeden Fall weg. So. Und die Kiste kommt da rein. Ich würde sogar sagen, ich ersetze die durch das Kochbrett. So. Und werde da wieder die unnötigen Sachen reingeben. So, wie die Mushrooms. Ja, ich habe jetzt eben noch keinen Braukessel oder was auch immer das ist. Oder, ja, was man halt braucht. Habe ich im Moment nicht dabei, aber das werde ich dann vielleicht in Zukunft noch hinzufügen. Ja, im Prinzip ist das Hexenhäuschen jetzt fertig. Und ich muss auch aufhören, da ich dann bald fahren werde. Ja, deswegen würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch. Wir haben ein schönes Hexenhäuschen in diesem Part gemacht. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, tschüss.